Dies ist ein Beitrag zum Haushaltsänderungsantrag Nummer 17, Henschen-Gelände nachhaltig sichern. 2015 wurde der Auftrag erteilt, eine Bewerbung als Kulturhauptstadt zu prüfen. Im Jahre 2018 wird entschieden, ob wir uns als Stadt tatsächlich bewerben. Bisher haben bereits runde Workshops stattgefunden, Versprechungen wurden gemacht, dass auch die freie Szene davon profitieren würde. Auf jeder einzelnen Veranstaltung wurde deutlich, dass es vor allem an einem fehlt: Räume. Und der Frust unter den Kulturschaffenden und Jugendinitiativen steigt, dass sich in diesem Bereich nichts tun wird. Wir haben noch ein Jahr bis zur Entscheidung. Weitere 475.000 Euro werden in diesen Prozess geworfen und wir verlangen Absicherung. Absicherung, dass jedes Gelände das Platz bietet, auf dem bereits die Hammerschmiede, das Technikmuseum, das Henschel-Museum sowie die Skater einen Ort gefunden haben, dort bleiben können. Absicherung, dass sie im Prozess berücksichtigt werden. Absicherung, dass das Geld für die Kulturhauptstadtbewerbung nicht nur in Moderatoren, Broschüren, Veranstaltungen fließt, auf denen nach Lösungen gesucht wird, sondern dass direkt etwas hängen bleibt. Daher fordern wir in unserem Änderungsantrag, dass zumindest 20.000 Euro verbindlich dafür eingeplant werden, dass das Konzept für das Henschel-Gelände weiterentwickelt wird. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, wie die Eigentumsverhältnisse dort so zu regeln sind, dass tatsächlich die Stadt und die Nutzer Zugriff haben. Bis jetzt lautet die Antwort des Magistrats zum Henschel-Gelände immer nur der Eigentümer. Wir haben daher auch die Anträge der Fraktion CDU und FDP unterstützt, die das Technikmuseum bezogen waren. Denn wenn es so ist, dass die Stadt da nichts machen wird, dann sehen wir die Möglichkeit, dass Kassel Kulturhauptstadt wird, als sehr beschränkt. Wenn der Stadt der Mut fehlt, der für solch einen Prozess nötig ist, dann sollte die Stadt lieber erstmal ihre Hausaufgaben machen, das Geld dort ausgeben, wo es dringend gebraucht wird. Für uns ist jedenfalls klar, eine Kulturhauptstadtbewerbung ohne Einbeziehung des Henschel-Geländes wird es mit uns nicht geben.